Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindows. Ja, heute werde ich euch zeigen, wie man Windows 7 in der VirtualBox aufsetzt oder einfach wie man eine virtuelle Maschine erstellt, in der Windows 7 läuft. Klicken wir hier auf Neu. Das haben wir alle schon gemacht. Klicken wir weiter. Namen nennen wir Windows 7 vielleicht. Wäre gar nicht schlecht. Version Windows 7, Betriebssystem Microsoft Windows. Passt alles. Ich werde jetzt 512 MB nehmen. Ein Arbeitsspeicher quasi. Festplatte erzeugen. Weiter dynamisch wachsendes Medium, damit wir nicht so eine riesige Datei haben. Das haben wir alle schon mal an Ubuntu gesehen. Also ich werde es jetzt eigentlich ganz schnell machen. Größe virtuellen Festplatte, maximal auch 25 GB. Hoffentlich wird es nicht so weit kommen. Abschließen. So. Alles zusammengefasst. Abschließen. So, klicken wir auf Starten. Ja, dann können wir gleich auf Weiter klicken. Nicht Hostlaufwerk E. Ich habe hier ein DVD-Image von Windows 7. In dem Ordner liegen. Das ist 2,3 Giga groß. So, abschließen. Vollbildmodus einschalten. Los. Und Windows läuft. Das ist natürlich jetzt das Setup quasi. Und die Installation, die werden wir dann nächstes Mal sehen. Vorher werde ich euch jetzt noch kurz zeigen, wie das dann ausschaut. Dann wird es die Oberfläche hier haben, aber die eigentliche Installation wird dann im nächsten Video geschehen. Ich warte jetzt noch, bis das alles geladen ist. Bei euch, wie gesagt, bei euch wird es schneller gehen. Das ist jetzt auch mal, man kann hier auch mal gut ein Betriebssystem ausprobieren. Und das hier ist jetzt quasi mein kleiner Preview zu Windows 7. Ich habe es ja schon mal ein Jahr oder so installiert gehabt. Halbes, dreiviertel Jahr, ein Jahr, ein ganzes. Und ich bin sehr zufrieden damit. Es ist zwar wieder, wie so ziemlich alles, von Microsoft maßlos überteuert, aber das ist Windows XP immer noch. Okay, wieso lädt er nicht? Schau mal kurz, ob er was macht. Installation. Also, da haben wir schon mal die Auflösung. Das ist auch die Zielauflösung, mit der ich dann auch arbeiten werde in den nächsten Windows 7 Tutorials. Den schwarzen Rand außenrum, sage ich jetzt mal, den wird man nicht wegkriegen. Aber er arbeitet anscheinend. Scheint zu funktionieren. Jedenfalls jetzt noch. So, und bei dem Installationsscreen werde ich dann aufhören und im nächsten Tutorial quasi weitermachen. Aber das kann jetzt noch etwas dauern. Also ihr könnt ja einfach überspringen. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben und da reinschreiben,
dass ich das dann in Zukunft rausschneiden soll. Könnt ihr ja gerne machen. Und werde ich dann auch respektieren. So, aber irgendwie. Ich hole mir mal schnell den Task Manager, was der sagt. Ja, der sagt Schwitz, Schwitz, Schwitz. Okay. Ah. So, genau diesen Screen, der jetzt gleich kommen wird, hab ich gemeint. Na, komm, Screen, komm. Genau diesen Screen hier. Ja, und mit dem Installieren, da werde ich dann im nächsten Tutorial weitermachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Und. Wieso komme ich nicht mehr auf den Desktop? Das ist fies. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ja, ciao, euer Windows.